Der Clip ist das erste Kapitel einer zweiteiligen Zusammenfassung einer siebentägigen Hausbootfahrt auf dem Rhein-Marne-Kanal. Teil 1 führt bei strömendem Regen von La Garde nach Saverne. Im zweiten Teil geht es entspannt zurück bei Sonnenschein. Der Ort La Garde selbst bietet nicht viel. Neben dem Hafen und dem Bürogebäude, in dem die Bootsvermietung untergebracht ist, findet sich noch ein ansprechendes Restaurant vor Ort. Einkaufsmöglichkeiten gibt es keine. Entgegen den professionell gestalteten Katalogen und Broschüren scheint bei einer Hausbootsfahrt nicht immer die Sonne. Stattdessen kann es auch tageweise heftig regnen. Dann erscheint die Welt grau und grün. Die Einschulung bei der Übernahme des Bootes ist kurz und schmerzlos. Gefragt ist Learning by Doing. Zwischen La Garde und Saverne gibt es insgesamt 19 Schleusen. Wer die ersten 2-3 Schleusen bewältigt hat, hat das Schleusen gelernt und keine weiteren Probleme mehr. Die erste Tagesetappe von La Garde zum Hafen von Saint-Marie ist kurz. Hängt einerseits damit zusammen, dass das Boot erst am späten Nachmittag in La Garde übernommen werden kann und die Schleusen in den Sommermonaten um 19 Uhr den Betrieb einstellen. Da es zwischen La Garde und Saverne bis auf 1-2 Bäckereien praktisch keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, ist auf der Strecke Selbstversorgung angesagt. Konkret, man sollte sich für 3 Tage mit Lebensmitteln und Getränken versorgen. In Saverne gibt es wieder ausreichend Einkaufsmöglichkeiten. Der zweite Tag führt uns von Saint-Marie nach Niedervilla. Was eine Hausbootreise bietet, ist einerseits viel Natur und Ruhe. Entspannung ist angesagt. Nachdem die Boote nicht schneller als 6 bis 8 Stundenkilometer sind, gibt es kein Hetzen. Die beste Prophylaxe gegen hohen Blutdruck und Burnout. Über den Teich von Richicourt erreichen wir eines der Highlights der Strecke, La Garde-Saverne. Die Schleuse von Richicourt mit 16 Meter Schleusenfall. Diese Schleuse ersetzt eine alte Schleusentreppe von 6 ehemaligen Schleusen, deren Reste noch zu besichtigen sind. Die Schleusung auf der Berg- und auf der Talfahrt dauert jeweils 30 Minuten. Und für jedes einzelne Boot wird nicht geschleust. Also, Wartezeiten von bis zu einer Stunde muss man einrechnen. Nicht aufregen, entspannen. Die Umgebung genießen und die ehemalige Schleusentreppe besichtigen. Abgesehen davon, die Strecke La Garde-Saverne ist sicher der interessanteste Teilabschnitt des gesamten Rhein-Marne-Kanals. Nach der erfolgten Schleusung kommt der gemütlichste Teil der Reise. Rund 33 Kilometer keine Schleusung. Relaxen und Landschaft genießen ist angesagt. Entspannung pur. Thank you.
Jetzt kommen wir langsam zur Abzweigung des Saarkanals. Der Saarkanal wurde 1860 ausgehoben. Ursprünglich diente er dem Kohlentransport von Saarbrücken nach Mühlhausen. Ein weiteres Highlight ist die Brücke über die Straße und die Saar. Selten, dass ein Schiff die Straße überquert und nicht die Straße im Fluss bzw. einen Kanal. Wenn das Boot so gemütlich und ruhig dahin fährt, bekommt die ganze Reise einen gewissen meditativen Charakter. Ruhiges Wassergeplätscher, monotones, gleichmäßiges Surren des Motors, einfach entspannend, auch einschläfernd. Nur einer darf nicht abdriften, das ist der Mann am Steuer. Hesse oder Ess, ein Ort mit einer Schiffswerft, einer Servicestation und einer Bootsvermietung. Hier bewahrheitet sich mit Lebensmitteln für mindestens 3 Tage einzudecken. Die im Kanalführer eingezeichnete Bäckerei ist abgebrannt. Niederwiller ist das heutige Etappenziel. Im Ort gibt es einen kleinen Bäckerladen, der vormittags geöffnet ist. Hier gibt es zur Freude aller wieder einmal frisches Baguette zum Frühstück. Der dritte Tag ist ganz sicher der spannendste. 2 Tunnel werden durchfahren und das Schiffshebewerk von Ars Villa stehen auf dem Programm.
Der erste zu durchfahrende Tunnel von Niederwille ist nicht ganz einen halben Kilometer lang, genau 475 Meter. Der Tunnel von Aswila ist erheblich länger und beträgt mehr als 3 Kilometer, genau 2306 Meter. Aber auch dieser Tunnel ist noch nicht das Highlight des Tages. Das kommt erst. Das Schiffshebewerk von Aswila. Dieses Bauwerk ist einmalig. Es bewältigt einen Höhenunterschied von mehr als 44 Meter. Dieses Schiffshebewerk ersetzt eine ehemalige Schleusentreppe von insgesamt 17 Schleusen. Ursprünglich brauchten die Lastkähne einen ganzen Tag, um die Schleusentreppe zu bewältigen. Das Schiffshebewerk wurde in den Jahren 1964 bis 1969 gebaut. Ursprünglich war das Werk für zwei Tröge ausgelegt. Nachdem sich der Warenverkehr aber immer mehr vom Wasser auf die Straße verlagerte, war die Wirtschaftlichkeit für einen zweiten Trog nicht mehr gegeben. Für den Freizeitverkehr genügte eine Trog. Lutzelburg wird beherrscht von seiner Burgruine. Bei Schönwetter ist es ein netter Spaziergang auf die Burg, von der man einen herrlichen Blick in das Tal hat. Aber davon im zweiten Clip mehr. Die kleine Lokomotive ist ein letzter Rest einer ehemaligen Schmalspurbahn, der sogenannten Eselbahn. Ursprünglich führte sie von Lutzelburg über Hilsberg und Grauftal nach Trullingen. 1883 gebaut, wurde sie 1953 wieder stillgelegt. Das Endziel der dreitägigen Reise ist Saverne. Imponieren bei der Ankunft im Hafen die Front des 1790 erbauten Schlosses Rohan. Es ist mit 140 Meter die längste klassizistische Fassade Frankreichs. Der Ort selbst lädt zu einem kleinen Spaziergang ein. Musik.